wunderschönen guten Abend zur Folge, ich glaube 74. Ja, sowas wird es gewesen sein, kann auch 73 sein, aber ich glaube, es ist die 74. Wir sind inzwischen Amazone durch das Teleporter-Ding gegangen, wo jetzt irgendwie komische Spinnen auftauchen. Ha! Meint ihr? Und ja, diese Spinnen werden wir platt machen und da geht es um irgendwelche komischen Sachen. Inzwischen habe ich mir auch meine goldenen Schuhe dazu verdient. Ach, ich habe die euch noch gar nicht vorgestellt. Ich habe goldene Schuhe, Freunde. Und zwar Mutbonus. Meisterlich geschmiedete Plattenschuhe aus einem seltsam leichten Metall. Bein links, Bein rechts. Coole Sache. Da fällt mir gerade ein. Ich versuche mein Bestes. Ja, der Zwerg haut jetzt noch mal voll keine drauf. Das ist das Ding platt. Einer weniger und gute Entscheidung. Unser Kampfwagen, der hat es nicht auf die Kette irgendwie gekriegt. Andere umgekippt. Lustigerweise fixieren sich diese verdammten Spinnen auch immer sehr gerne auf den Kampfmagier. Das ist, finde ich, irgendwie sehr mysteriös. Warum die das so machen, das weiß ich nicht. Ja, ich. Ring des Lebens, ja, aber auch den Albusring, ja. Coole Sache. Die richtigen Ringe haben sie ja wenigstens schon mal an. Ja. Das Zeug, das können wir hier mal reintun, das gehört da. Ja. Scheiben. Im Hintergrund höre ich die Festplatte rascheln. Ich nehme die Sache in die Hand. Ja. Welchen Weg wollen wir denn nun gehen? Gehen wir hierher, gehen wir daher. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wer sonst als ich? Ja gut, der Zauberer, der ist immer geil drauf. Der kriegt jetzt erstmal hier den Superschild verpasst. Ich mach das schon. Lass das mal Vorgrim machen. Irgendwo boxt dich irgendwer mit irgendwem. Egal sein, wer sich da boxt. Ach, die boxen sich, ja. Dann lassen wir die sich boxen. Ziemlich lustige Sache, dass sich halt diese... ich auch gerne untereinander schon mal boxen. Ich versuche mein Bestes. Amazone voraus. Und denn? Die Spinnen sind platt. Und da wollen wir doch mal glatt hier mal so ein bisschen reinpfeffern. Spinnen, ja, ist aber lustig. Miese Falle. Ja.
Amazone voraus. Nimm das! Für die Königin, für Rondra. Ich mach das schon. Ha! Ein Zwerg, ein Wort. Wer sonst als ich? Zu euren Diensten. Stich und weg. Haha. Amazone voraus. Zu euren Diensten. Stich und weg. Folgt mir. Alle mal hergehört. So, dann nehmen wir das hier. Ja, wir sind ja mit dem Kampf. Nicht wundern, dass ich so still bin. Wir gehen hier nämlich gerade mächtig steil. Lass das mal Vorgrim machen. Eine gute Entscheidung. Haha! Folgt mir! Schön. Amazone voraus! Ja, ich. Kurkum! Ja, einmal mit dem Kraftschlag drauf. Dafür ist der Kampf eigentlich auch da. Jo. Schön hinter mir bleiben. Lass das mal Vorgrim machen. Oh, ja. Ich mach das schon. Tief unter der Erde. Da geht es ab. Nicht zu knapp, würde ich sagen. Überlegen, wie machen wir denn weiter?
So. Ah, das haben wir schon gehabt. Die Streitaxt. Okay. Alle mal hergehört. Genug Loot. Was ist das denn? Das ist ja noch eine Smackspinne. Eine Schmaragdspinne. Ein komisches Zauselzeug. Das Krötengeschemel, sehr cool, cooles Zeug, definitiv geile Aktion hier. Doch irgendwo so eine ultra geile Kiste rum. Lass das mal Vorgrim machen. Ich nehme die Sache in die Hand. Die Smaragdspinne heißt nur Smaragdspinne, aber ich glaube, aus denen kriegen wir keine Smaragde raus. Die ist. Ja, die sind mehr so. Halt Spinnen. Entscheidung. Ja, Epix. Ich habe ja eigentlich gedacht, wir wären vor Weihnachten hier fertig, aber das passiert schon mal, wenn man so ein Level vergisst. Ich weiß gar nicht, ob die Epix gerade zugegen ist. Ja, momentan wohl nicht. Ja. Aber auch ein Epix braucht mal Pause. Während wir hier in diesen Tiefen rumkriechen, Freunde der Nacht. Ist uns gerade die Info bekannt gegeben worden, dass Udo Jungs, einer der ganz großen Entertainer, mit 80 Jahren von uns gegangen ist. Hier nochmal unser Beileid. Udo Jungs war schon kultig. Och, Gräume. Ekligen Räume. So viele Gänge? Alle verzweigt? Sag, bin ich denn auf dem richtigen Weg? Richtiger Weg? Ja, ja, aber er hat es verstreut. Jedes Teil woanders. Aufhalten will er dich. Wer? Von wem redest du? Was hat er verteilt? Der Schlüssel. Er hat sie tief verborgen. Verborgen. Auf dass niemand seinen Schatz erlange. Die Schlüssel für die anderen Untüren. Ich werde sie finden. Weißt du mehr über den Schatz? Und wer ist er? Der Schatz, er bewacht ihn. Er trägt an allem Schuld. Er ist der schlimmste aller kleinen Scheusale. Ja. Du heilige Scheiße. Es geht hier steil ab. Das ist ja ganz, ganz komisches Zeugs. Moment mal. Jetzt bin ich aber auch ein bisschen verwirrt. Nein, ich glaube, wir wollen erstmal da hochlaufen. Wir wollen erstmal doch da hochlaufen.
Folgt mir! Für Ardo! Ich mach das schon. Ich versuche mein Bestes. Ja, ich. Haha. Aufgepasst. Ja, ihr seht, hier geht es ja richtig geil. Richtig Gold zur Sache geht's hier, ja. Das waren ja wahrscheinlich so viele Amöben. Alle mal hergehört. Ein Schwert, ein Bock. Aufgepasst! Ja, Herr Zwerg, da hast du schon mal schöne Sachen eingesammelt. Definitiv. Definitiv. Sehr erbaulich, der ganze Spaß. Für Ardo! Lass das mal Vorgrim machen. Ich mach das schon. Meine. Das ist ja mal Link. Da kommen ja aus dem Hinterhalt noch Gegner. Für die Königin. Zu euren Diensten. Für Rondra. Ja! Meint ihr? Bei Angrosch aufgepasst! Ich nehme die Sache in die Hand. Meine Rache. Eine gute Entscheidung. Diesen Gegner hier platt machen. Ich versuche mein Bestes. Wer sonst als ich? Zwerg, ein Wort. Bei meiner Axt. Ich nehme die Sache in die Hand. Für die Königin. Für Rondra.
mach das schon. Kurkum! Oh Mann. Was für ein heftiger Scheiß. Ich mach das schon. Kurkum! Gute Entscheidung. Ha! Folgt mir. Ich glaube, gleich werden wir abbauen müssen. Das ist nämlich ein bisschen heftig. Alle mal hergehört. Zum Angriff. Eine gute Entscheidung. Ja! Folgt mir. Gute Entscheidung. Für die Königin. Für Rondra. Ja! Zu euren Diensten. Sauber bleiben. Folgt mir. Wer sonst als ich? Gott sei Dank sind die Viecher etwas lahmarschig. Schnell laufen, 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 laufen. Ich versuche mein Bestes. Zu euren Diensten. Ja! Ich nehme die Sache in die Hand. Ich werde wahnsinnig. Das kann doch alles nicht wahr sein. Das kann doch alles nicht wahr sein. Was geht das hier übel ab? In Ordnung. Wow, Mann, 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 Mann. Hier tanzt echt der Bär, Freunde. Hier tanzt echt der Bär jetzt. Und man merkt, dass es dem Ende zugeht. So. Amazone voraus. So, da oben waren noch irgendwelche komischen, fiesen Gestalten. Gucken wir mal, was der Herr Zauberer da sagt. Thank you.
Gute Entscheidung. Stich und weg. Bei meiner Axt. Für die Königin. Für Rondra. Amazone voraus. Schön sauber bleiben. Ja! Zu euren Diensten. Aufgepasst! Folgt mir! Zwerg, ein Wort. Lass das mal Vorgrimm machen. Ja! Meint ihr? Gute Entscheidung. Ich nehme die Sache in die Hand. Zum Angriff. Zwerg, ein Wort. Bei meiner Zu Axt. Euren Diensten. Eine gute Entscheidung. Ja, ich. Amazone voraus. Ha! Oh, zwei verschiedene Kampfszenarien, das ist natürlich ganz geil. Für Ardor! Nimm das! Ja, ich. Haha! Ein Schwert, ein Bohr. Schön sauber bleiben. Ich mach das schon. Versuch mein Bestes. Alle mal hergehört. Ich mach das schon. Meine Rache. Ja. Ja, ist einfach, dass sie Platz zu kriegen. Ein Zwerg, ein Bock. Und schön eins auf die 12. Wer sonst als ich? Oh, meine Füße. Ja! Alle mal hergehört. Ha! Ja, komm, jetzt aber drauf.
das doch gleich. Ja, die Metallteile, die nimmt doch hier unser Freund gerne. Amazone voraus. So, haben wir hier die ganzen Stinkstiefel erstmal platt gekriegt. Das ist cool. Ich finde auch nicht so cool, dass wir hier den Feuerzauberteufel brauchen. Sieht ja so aus, als hätten wir hier so ein bisschen coole Sachen gefunden. Das werden wir uns jetzt auch mal anschauen. Ja. Hat den aber auch schon ausgelutscht. Gut. Gut, das war indes etwas härter hier, was hier abgegangen ist. Ja. Ich mach das schon. Versuch mein Bestes. Natürlich. So, eine Steineiche. Und ein magisches Amulett. Amulett aus Silber. Saphir. Immunität Gift. Ja, kann nicht schaden. Immunität gibt es immer witzig. Und da haben wir hier irgendwo. Haben wir hier irgendwo etwas, was Immunität Gift uns gewährt? Gucken wir mal hier rein. Wie dem auch sei, wir nehmen den schönen Scheiß hier jetzt mal mit. Drin mal wieder woanders hin. Das sieht nämlich sehr cool aus hier, Freunde. Das war ganz okay. Simon, danke. Nächstes Mal schauen wir wieder rein. Ja, hier so zurückkommen und so. Und dann mal hier so einen Bogen machen. Gucken, was da hinten so abgeht. Durchaus legitim. Legi und Team, das ist immer so ähnlich wie Intim. Ja, jetzt rennen wir mal hier in dieses komische Gruftding rein. Stinken zwar wie die Pest, aber momentan müssen wir auch nicht mit Leuten interagieren, die. Gucken wir mal, was da so besser wirkt. Zu euren Diensten. Am
Amazone voraus. Meine. Ich versuche mein Bestes. Sind hier doch einige Wüstenstraße am Start? Alle mal hergehört. Wer sonst als ich? Ja! Ich glaube, dem können wir jetzt mal überraten. Eine gute Entscheidung. Stich und weg. Oh, ja. Meine Rache. Zwerg, ein Wort. Für Ardo! Widerstandsfähig, die Steintypen. Sehr widerstandsfähig, die Freunde. Gute Entscheidung. Den nehmen wir uns doch von beiden sein vor, den Kerl. Schade, dass der Typ aber wahrscheinlich nichts nicht mittragen kann. Zu euren Diensten. Ja, den machen wir jetzt so platt. Ja, ich. Komisches, fieses Maxacker. Ah, das ist das Fallenstellen. Oh, den müssen wir mal heilen. Der hat schweren Wundbrand. Ganz, ganz böse. Ja, ich. Aufgepasst! An dieser Stelle werden wir mal kurz speichern, falls wir es hier wiederholen müssen. Ah, können wir hier wieder einsteigen? Ich habe irgendwo so ein komisches Gefühl hier. I have a ungood feeling. Wenn wir das hier nehmen, dann sind wir erstmal richtig gut genagelt. Warten wir mal, bis die alle voll sind. Gucken wir mal, wir haben vielleicht irgendwelche Mutelixiere. Ein Zwerg, ein Wort. Na, können wir das so ein bisschen aufteilen hier. Alle mal hergehört. Ja, alle mal hergehört, genau. Wo hast du denn deinen komischen Schleifstein-Dings hingetan? Ah, da. Folgt mir! Irgendwie habe ich ein ganz, ganz ungutes Gefühl hier. Ja. Meint ihr? So. So,
Aufladpause kann auch nicht schaden. Und dann geht er schon. So, wir haben jetzt Awesome. Ein Zwerg, ein Wort. Gute Entscheidung. Zum Angriff. Wer sonst als ich? Lass das mal Vorgriff machen. Ja! Ich nehme die Sache in die Hand. Ja. Kurkum! Zu euren Diensten. Genau, Kurkum. Und einmal alle für drauf. Ardo. Meine Rache. Aufgepasst. Ja. Wer sonst als ich? Haha. So, Herr Zauberer, dann mach mal hier den hier platt. Ich nehme die Sache in die Hand. Ja, wir haben Gott sei Dank einigermaßen Schilde. Tja, das waren auch elementare Diener, die diesmal gegen uns gebettelt haben. Ja, und dann wollen wir mal gucken. Zyklopischen Höhlen und so, ne? Ja, Zwergenstahl. Daraus kann man alle mal hergehört. Geilen Scheiß bauen. Lass das mal Vorgriff machen. So richtig geilen, genialen Scheiß kann man ausbauen. Haben wir jetzt auch alles hier abgezogen, was hier abzuziehen war? Alles eingesackt. Alle komischen. Zwerggeist, finde das Amulett. Ja, ich glaube, das haben wir auch gewohnt. Oder ist da irgendwie noch was, was wir noch hätten suchen müssen? Ist da, haben wir das Amulett? Ja, zumindest dieses komische Artefakt.
Immer gucken, immer ordentlich gucken. Lieber nochmal umdrehen, entlang gehen, weil der Rückweg ist immer ultra B-Punkt schissen. Das ist immer ganz, ganz doof, lange Wege selber zurückgehen zu müssen. Das ist uncool. Für Ardo! Ja, da kommt schon der Nächste. Zu euren Diensten. Schön sauber bleiben. Komm schon. Folgt mir. Alle mal hergehört. Kurkum. Komm schon. Ich versuche mein Bestes. Bei Angroschs Bart. Zum Angriff. Hallo. Hallo, grüß dich. Willkommen zurück. Noch mitten in der Session hier mitten. Aber schon weitergekommen. Und mit Gegnern, die können sich wahrhaftig sehen lassen. Ja, ich. Haha! Mein Schwert, ein Wort. Bei meiner Axt! Für die Königin! Für Rondra! Ich versuche mein Bestes. Er haut ihm noch mal richtig ein drüber, dann geht das schon. Sehr schön. Eine gute Entscheidung. Stich und weg. Sterben. Ah, der ist gleich tot. Der hat es gleich geschafft. Schön. Immer wieder die Energie hochfahren lassen. Nie immer gleich loslaufen. Das habe ich am Anfang oft getan. Kommt der nächste Gegner, dann ist mir nicht mehr so ganz so gepimpt. Deswegen erstmal die ganzen Spezialattacke-Energie und Zauber-Astral-Anal-Energie hochfahren lassen. So, ich denke mal, wir können zurückkehren aus dieser komischen, schmuddeligen Höhle. Zumindest wir können versuchen, zurückzukehren. Ah, da hinten, da waren wir, glaube ich, noch nicht. Da gucken wir mal gleich nach, was da abgeht. Vermutlich werden wir gleich nochmal... Ach, da sind schon wieder Spinnen. Ja... Scheiße.
Aber wir haben ja so einen super Zauber, der wird jetzt gleich hier alle wegblasen hier. Ja, wenn das nicht mal. Ich nehme die Sache in die Hand. Ja, mit das längste Spiel, was in TSAs Geschichte stattgefunden hat. Ich glaube nur die WoW-Saga, die wir mit mehreren gespielt haben, die ging zeitlich gesehen noch ein bisschen länger. Ansonsten haben wir so einen kranken Scheiß noch nie veranstaltet. Bis jetzt alles für euch. Und dabei habt ihr das alle gar nicht verdient, aber wir sind halt so. Oder Epix? Wir sind so. Genau Fans. So. Und hier wieder die Ansage, wenn ihr uns Geld spenden wollt, Epix und ich, wir träumen schon seit Jahren von unserer Let's Play Villa. Echt ein Rechtszentrum der Kunst. Staatlich kriegen wir das leider nicht gefördert. Wenn ihr zufälligerweise so 2 Millionen Euro über habt, 1 Million wäre auch natürlich in Ordnung, dann seid doch so lieb und überweist sie zu uns. Es würde ins Bergische Land gehen, das wäre gut angelegt. Vorzugsweise würden wir uns natürlich auch gerne auf Schloss Burg niederlassen und dieses modernisieren. Ich denke mal, das wäre natürlich angemessen. Ne? So ein Thronsaal, Holger, oder? Ja, schön mit WLAN. Mit WLAN, genau, dann abends zu morgens gemütlich erstmal wach werden, dann irgendwie über diese Holzbrüstung gucken, wie heißt das nochmal, auf dem Marktplatz? Ne, Marktplatz ist das ja gar nicht. Ja, auf den Platz, wo sich halt die Burgleute versammelt haben. Ja, und so stellen wir uns das natürlich vor und ihr könntet auch davon profitieren. Ihr würdet quasi von Schloss Burg aus dann auch Live-Let's Plays mitkriegen. Wobei Live-Let's Plays und es gibt ja auch dieses Twitch-Ding, aber von Twitch halte ich ehrlich gesagt noch nicht so viel. Weil die nach wie vor keine Anstalten machen, dass man die Sachen auch aufheben kann. Finde ich ein bisschen doof, eigentlich. So, geht da automatisch. Nee, du kannst die Sachen momentan noch nicht bunkern bei denen. Du spielst live, aber ich glaube, die werden eine gewisse Zeit gelagert, die Teile. Unabhängig davon könnte man natürlich... Das auf, dann kannst du ja hinterher nochmal an. Ja, aber das auch... Laden es nur nicht auf YouTube auf, fertig. Aber das ist ja, denke ich mal, das könnte man nicht theoretisch aber eigentlich machen, oder? Oder gibt es auch irgendwelche schwachsinnigen Sachen... Wo es dann heißt, nee, wir wollen das nicht. Wir wissen ja alle, wie zimperlich die jetzt inzwischen alle geworden sind. YouTube hat aber, wie gesagt, eine schöne Funktion. Ich glaube, wenn du was Neues hochlädst, irgendwie war das, dann konntest du sehen, ob das Copyright-Zeug hat. Hm. Ist mir aber auch noch nicht aufgefallen, wo. Aber irgendwas haben die ja geändert. Vielleicht ist das auch erstmal nur für ein paar Leute zugänglich. Oder wir sind einfach zu dösig, das zu aktivieren. In dem Fall werden wir wahrscheinlich recht früh irgendwann mal eine Änderung merken, weil wir werden nicht die Einzigen dann sein, die... Oh, wir sind wieder hier im Steingang. Im Steingang. Ja. Ist eine rissige Wand. Und ich würde mir mal gerne... schlau machen dürfen, wie diese scheißrissige Wand hier denn... wie man den hier denn unrissig kriegt, so... das weiß ich nämlich noch nicht. Oh, mir schwant hier Böses. Mir schwant hier ganz Böses. Wir sind hier jetzt gerade irgendwo, wo irgendwas los ist und ich erinnere mich auch leider nicht mehr so ganz genau, was wir hier denn jetzt machen mussten. Ob wir irgendwelche Gräume auftauchen. Die Hand. Ja, den Dolchchen lassen wir mal da, wo er ist. Sie nimmt die Sache in die Hand. Ja, was will sie denn in die Hand nehmen, da die gute, unanständige? Zauselfee. Mm-mm.
Ich mach das schon. Irgendwas ist hier ganz, ganz faul. Kennt ihr das? Ihr seid irgendwo. Ich habe das Gefühl, der Gegner kommt gleich jede Sekunde um die Ecke. Lass das mal vorgreifen. Dann kommt ihr einfach nicht. Aufgepasst! Ja, hier könnte man irgend so einen komischen Scheiß mischen. Das ist mir schon ganz klar irgendwie. Amazone voraus. Ja, die Eisenwalder, die haben wir natürlich jetzt, ich, aber wir haben diesen TikTok-Bogen, glaube ich. Den TikTok-Bogen hat sie. Alle mal hergehört. Kompositbogen, TikTok-Langbogen, genau. Amazone voraus. Sieht ja ulkig hier aus, ne? Herz allerliebst. Ja, sind wir da runtergelaufen. Ich habe eben ein paar coole Sachen geholt. Ich sehe auch nicht gerade irgendwie, was hier sonst noch sein soll. Dann gehen wir da runter nach oben. Kein Feind aufgetaucht. Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Ist das etwa Neuland? Ja, das war eigentlich mal irgendwann nicht Neuland. Und hier ist auch eine rissige Wand. Das ist echt cool. Das könnte wirklich Merkel sein. Laborwerkband, das ist merkwürdig, absolut merkwürdig, was da abgeht. Ich vermute mal, dass diese scheißrissige Wand irgendwann mal aufgeht, wenn ich irgendwie weiß, woher, vielleicht spätestens in der nächsten Folge. Ich denke mal, die scheißrissige Wand wird irgendwann deutscher Bundeskanzler. Die scheißrissige Wand, definitiv. Vielleicht gucken wir mal demnächst nach, was damit los ist, weil wir werden ja morgen sicherlich wohl noch so ein Let's Play vom Leisten ziehen, bevor ich mir Herr der Ringe den dritten Teil angucke. Ich meine, der kleine Hobbit, keine Ahnung, wie der letzte Titel überhaupt heißt. Ich hab's schon wieder vergessen. Das schwarze Auge. Das schwarze Herz aus Adamant liegt sicher verborgen hinter dem Feuerfällen von Ambor. Zyklopische Rundtür. Jo, diese zyklopische Rundtür haben wir ja eben aufgemacht mit unserem zyklopischen Ultraschlüssel. Wir haben aber jetzt noch einen gefunden. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir mit dem anderen zyklopischen Dingens da machen. Wie immer weiß ich natürlich nicht, wo ich hinlaufen soll. Gibt es denn hier irgendwelche zyklopischen anderen Türen? Das ist ja wie in echt, was? Ja, das ist genau wie in echt. Das ist ein GTA durch die Stadt. Das ist ein GTA so, das ist ein DayZ so und das ist sogar bei Drakensang so. So, gucken. WoW. Ja, WoW natürlich auch. WoW war ganz schlimm. Das war schon noch verpeilter für mich. Ja, ich gucke jetzt hier unten, ob da irgendwelche komischen Türen sind. Ich habe sie gerade als Scheißtüren bezeichnet. Das sind natürlich keine Scheißtüren, das sind einfach nur Türen, die ich nicht finde. Und natürlich sind wir hier umsonst jetzt runtergelaufen. Ihr habt jetzt aber auch gesehen, hier unten ist keine Tür. Merkt euch das, falls ihr dieses Spielchen irgendwann nochmal zockt. Die bei Radon Labs, die, gut, dankbar sein wir uns nicht mehr. Weil, wie gesagt, Radon Labs hat sich ja teilweise erledigt. Leider Gottes, leider, leider. Weil der Entwickler, dessen Namen ich vergessen habe, oder der Obermods von Radon Labs hat auch richtig gut Peil gehabt von diesen DSA-Geschichten. Weiß Holger, so wie ich das mitgekriegt habe, hat er sich so richtig gut beschäftigt damit. Denn hier, wie heißt nochmal diese Jungs, die da ab und zu dann da sind und, du weißt schon, wie heißt der nochmal? Orkenspalter? Rodi. Hey, Orkenspalter. Die haben ja damals mit dem Interview geführt. Orkenspalter, oder was? Ja, genau. Die hatten damals ein Interview geführt. Ich glaube, es ging um den zweiten Teil. Bin mir nicht... Oh, Zwischensequenz. Das Herz vor der Gier der grollenden Wesen und den Augen finsterer Drachen. Ja, wir haben gerade das zweite... Das adamantene Herz. Ja. Ich spüre auch schon ein Kribbeln in meinen Fingern. Sollte das adamantene Herz etwa hier in den Tiefen des Berges sein? Es muss sein Geheimnis selbst vor meinem Volk bewahren.
Bart haben. Ja, da wollen wir mal gucken, was da abgeht. So, dann wollen wir mal schauen. Okay, dann gehen wir mal da rein. Oh, ein untoter Grolm. Oh ja, ich bin begeistert. Das ist also ein Grolm. Ist es nicht, die Zwerge hätten die Grolme wegen ihrer Knie- und Drachenverehrung einst ausgerottet? Das stimmt wohl nicht ganz. Gräume, sehr schön. Untote Gräume. Ah, aber gegen Feuer sind die anscheinend nicht so resistent. Ich sehe gerade, diese Gräume brennen sehr, sehr gut. Das ist schön. Ihr könnt auch übrigens eure Hilfsgeister heilen. Das habe ich jetzt gerade gemacht. Die finden das auch sehr toll. Grolme haben geile Sachen bei sich. Der zum Beispiel Gegengewicht Gold. Gold. Machen wir was ganz anderes. Da nehmen wir nämlich den Bogen jetzt. Haben wir eh genug Pfeile. Weil sie kann auch von ganz weit mit diesem Bogen, den wir den Grolm einen reintun. Aber so richtig geil. Zum Angriff! Kurkum! Für die Königin! Für Rondra! Meine Rache! Hey, komm, nee, müssen wir so platt machen. Das geht nicht anders. Das ist zu krass sonst. Aufgepasst! Mal hergehört. Schnappt ja irgendein komm von. Schon. Ah, komm, schnappt ja einen von diesen Grolmen. Ich mach das mal. Oh, jetzt geht's aber richtig ab. Thank you.
Oh, jetzt lassen die auch noch ihren Geist frei, diese ekligen Räume. Verdammte Dreckskunde. Ja, ich habe das auch ganz verpeilt, dass das passieren können. Absolut ekelhaft. Gräumengift, gut, da versuchen wir mal jetzt hier die Perle zu heilen von. Alter Schwede. Zu euren Diensten. Lass die Schweden da raus. Alter, das ist krass. Wenn du dir diese Folge dann mal anguckst, siehst du irgendwann in dem Tunnel, wenn du mal rüberfließt, angucken, kann man keinem antun. Dann siehst du auf jeden Fall ganz komische Wesen, die habe ich noch nie gesehen. Ich meine, ich habe sie anscheinend gesehen, aber ich habe sie verdrängt, weil sie wahrscheinlich scheiße zu bekämpfen waren. Komische Wesen sehe ich jeden Tag. Ja, nicht die auf der Straße. Nicht die irgendwie aus Lendep. Die darfst nicht mitzählen. Liebe Lendeper, wenn ihr jetzt zuhört, weiß ich, dass wir ganz genau verloren haben bei euch, aber da das Dorf eh aus 3 Einwohnern besteht. Genetisch arm. Genau. Oder das wie nennst du das noch? Genetisch sehr. Da muss man immer aufpassen, wie man das erzählt, wie man das sagt. Aber das kriegen wir schon hier hin. Diese Herren Gräume haben wir anscheinend auch richtig ausgeräuchert. Lass das mal vor Grimm machen. War uns auch eine Ehre, das zu machen. Der hier abgeht. Sehr, sehr komischer Scheiß. Aufgepasst! Oh, da ist eine Tür, die geht das nicht auf. Das ist Baukunst meiner Vorfahren. Ja. El Quadrumulax-Stil, würde ich sagen. Um die 6000 Jahre alt. Um die 6000 Jahre alt, genau. Das hier haben nämlich die Zwergen ursprünglich gebaut. Die Zwergen, die sind ja relativ geil drauf. Ja, komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Ja, sehr gut. Ja, die Gräume sind geil drauf. Ich mach das schon. Ha! Haha! Ja. Ah, da kommt schon der nächste um die Ecke. Aufgepasst! Bei meiner Axt! Da sagt noch einer, das wäre irgendwie so einfach zu erledigen. Ja. So, wir haben die Gräume doch tatsächlich platt gemacht. Und das bedeutet, wir werden diese geilen Gräume jetzt mal untersuchen. Die haben bestimmt wieder voll die geilen Sachen eingepackt. Holger, die haben Sachen bei sich, da bist du wahnsinnig bei. CD-Player, LCD-Fernseher. Ja, fast sowas in der Art, genau. Die schleppen einen Scheiß damit durch die Gegend. Ah, da ist der nächste Gräum schon.
iPhone. iPhone, das ist alles ein... Die sind doch bestimmt Juden. Ich versuche mein Bestes. Ja, das sind bestimmt Juden gewesen. Also die schleppen alles durch die Gegend. Ja. Ich meinte schwul. Ach so. Oh, schwul. Nein. Mit Ethnik habe ich nichts zu tun. Ach so, ich dachte schon so im Sinne von, dass die mit Diamanten handeln. Meine Vorfahren haben hier schwere Gefechte ausgetragen. Das ist aber... Angrosch sei ihrer Seelenfreude. Ich weiß, wir wollen keine Theorien aufstellen, wofür man uns mal wieder... dass Leute wieder das in den falschen Hals kriegen. Nein, wir haben kein Problem mit denen. Schaut euch Borat an. Das kann man nur empfehlen. Der Mann ist selbst Jude und der nimmt das alles mit Humor. Borat ist sehenswert, muss man schon sagen. Sascha Cohen, Sascha Baron Cohen, der jüdische Abstamm. Ja, und der hält den Leuten echt den Spiegel vor die Nase hier mit ihren ganzen Problemchen. Oder meint ihr? Bei Angroschbar. So, jetzt müssen wir da mal hochmarschieren. Eine gute Entscheidung. Zu euren Diensten. Ja, ich. Ist der nochmal Sascha zu Baron euren Cohen, Diensten. Oder? Genau, richtig. Das ist sein Name. Irgendwie sowas da. Ja. Ich versuche mein Bestes. Und ich sag mal, der ist schon echt gut gewesen. Ich sag mal, Ali G in the House zum Beispiel, ganz geile Sache. Der Mann, der hat das rausgehabt mit dem Ganzen. Du bist noch am Leben? Go, go, go! Sei er. Die Gollmorin besitzen hier einst schon uns an Kuschin. Fallensteller, Kleinbiester. Bist du bei all diesen Kämpfen gestorben? Bist du bei diesen Kämpfen gestorben oder in einer ihrer Fallen? Nein, habe nicht gekämpft. Niemand war mehr am Leben, als ich hier suchte. Was habe ich nur gesucht? Alles ist vergessen. Warum haben sich hier die Zwerge und Gollme bekämpft? Die Gollmurium waren scheußliche Drachenverehrer. Warum weißt du das nicht mehr? Die Gollme haben hier unten wirklich Drachen verehrt. Seltsam. Hast du hier jemals Drachen gesehen? Er betet noch heute zu ihnen, aber ich habe nie Drachen gesehen. Vielleicht habe ich es aber auch vergessen. Warte, nicht den Luft auflösen. Ja, ich weiß auch nicht, ob wir jetzt erstmal hergehen wollen. Dafür ist mir... Dafür sollten wir vielleicht mal den anderen Gang uns nochmal vornehmen. Ihr seht, hier geht echt die Post ab, aber richtig... vom Feinsten. Aber sowas. Aber sowas von die Post geht hier ab. Das ist schon... Das ist schon echt heftig. Meint ihr? Ein Schwert, ein Wort. Also ich kann sagen, normalerweise muss man wirklich echt richtig Zeit für sowas mitbringen, was wir hier machen. Das ist schon... Deswegen, wenn du ein junger, begeisterter Videospieler bist und Let's Plays machen willst und eine Gruppe suchst, die echt locker drauf ist, die dich fördert, die dir möglicherweise das Blaue vom Himmel lügt, nur damit du mit uns mitmachst, dann komm zu uns. Klingt der einladen. Wer sich da noch zurückhält, dann... Der ist selber schuld. Und ich finde auch geil, dass ich gerade hier eine Spinne mit so einem komischen, mit der Tiefenamöbe bekämpft. Das heißt, jetzt schauen wir erstmal in Ruhe zu, bis sie sich gegenseitig alle gemacht haben. Eine Tiefenamöbe. Mhm. Ja. Herrlich, also da gibt's Sachen. Da gibt's Sachen, die gibt's gar nicht. Ja, die lässt man sich ein bisschen schön bekämpfen, dann geht das auch schon. Oh. Da hat man natürlich so eine Smaragdspinne hier noch. Ich versuche mein Bestes. Ja, hauen wir einmal mit dem Hammer drauf, dann ist die, die Himmel. Die Himmel ist dann auch platt, genau, die Himmel. Hey! Hi! Hi, geil! Ja, unser okay. Mütze ist da! Na, Mütze! Name. Wunderschön. Hier sind wir da gerade hier in Folge 3977 von Drakensang. Noch ja, dann können
können wir auch verraten. Kai kommt gerade aus Ferdok. Der kommt gerade aus Ferdok. Ach, der hatte Kai, hast du uns ein bisschen Bierchen aus Ferdok mitgebracht? So Zwergenbier. Geil. Ich mach das schon. Zwergenbier. Ferdok. Ja, Kai hat auch bestimmt mitgekriegt, dass ich ganz vergessen habe, dass es noch dieses Grolmstädtchen gab unter diesem verkackten Zwergen. Unter dieser wunderschönen Zwergenstadt. Und ja. Jetzt darf ich mich darum auch noch kümmern. Das bedeutet, wenn wir das hier bis zur Jahreswende durchkriegen, dann sind wir echt schon. Dann sind wir gut. Man kann sich nicht beklagen, dass der erste Teil von Drakensang zu kurz ist. Also man muss sagen, der zweite ist, wie gesagt, wie ich schon öfters gesagt habe, etwas kürzer. Eigentlich zwei Drittel so groß wie der, aber auch dafür voll synchronisiert. Und ich glaube, die haben eine etwas neuere Version der Nebula Engine benutzt für den zweiten Teil. Und an Wikipedia haben die gepennt, weil im ersten Teil schreiben sie das als Nebula Engine. Und im zweiten Teil sagen sie Nebula 3. Dabei war es die Ebola Engine. Das war die Ebola Engine. Vielleicht hatten die damals einfach zu viel Geld oder zu viel Zeit, als sie entwickelt haben. Aber man merkt, das sind echt DSA-Fans. Nee, Anziehsachen nehmen wir jetzt nicht mit. Ja. Da sagt der Kai aber gar nichts mehr. Dass wir keine Anziehsachen mitnehmen. Ja, der Kai fragt sich gerade, was zum Henker ist da wieder los. Ich versuche mein Bestes. Ja, immer werde ich da reingezogen. Ja, ja, deswegen ziehe ich dich auch immer hier runter. Erst ziehe ich dich runter und dann ziehe ich dich rein. Das ist, Das ist immer Mitleid. Ja, du musst dir dann immer das hier anhören. Aber wir werden irgendwann die Möglichkeit haben, technisch, dass der Epix oder ich mich dann live dazuschalten kann, bildtechnisch, damit wir auch sehen, was für ein Scheiß der andere gerade verzapft. Ja, müsste ja der Medic. Aber ich muss mir mal auf das linke Ei klopfen, dafür, dass ich an sich nicht gerade der beste Rollenspieler unter der Sonne des Herrn bin, geht das hier eigentlich noch recht gut. Wohlgemerkt, Stufe Mittel. Aber sie werden mir auch meine kleine Rosette hier schon aufreißen. Ein Zwerg, ein ich hatte ja gesagt, irgendwie 90% haben wir vom Spiel geschafft. Jetzt, wo ich das hier sehe, sind es eigentlich wieder 75-80%. Ja, 80 würde ich sagen. Weil die Grolmstadt darf man einfach nicht ignorieren. Das ist so ein bisschen. Ja. Wird dann ganz grollig. Ja, Groll, die heißen Grolm, Grolm. Ein ganz blöder Name ist das, Grolmstadt. Ah, hier sind irgendwelche Sandtrolle. Womit kann man das vergleichen in WoW? Das sind die Trolle. Das sind wie, ja, wie Trolle sehen die aus. Fiese, eklige Trolle. Ganz hässliche Pissviecher. Anders kann man das gar nicht in Worte fassen. Pissflitschen. Pissflitschen, genau. Das sind richtige arschige Teile. Na gut. Ja, ich. Ach du Scheinleister, da kommen sie wieder. Ja. Ja, die Grolme. War denn der Raid? Ja. Aufgepasst! Zwei hat Deimos gelöst. Doch, zwei hat Deimos. Komm schon! Gute Entscheidung. Aha. Für die Königin! Für Rondra! Das ist der Darth. Darth Army. Darth Army. Ja, der Kai, der ist unser Ultratier. Der wird auch noch ein paar Jahre länger funktionieren als wir. Wir zocken irgendwann alle nur langsame Spiele, wie ältere Böcke. Oh Mann, das geht jetzt gleich richtig geil ab. Gleich scheppert das hier und ich habe einen Feuerzauber und da werden auch meine eigenen Mann so ein bisschen dann los. Meint ihr? Für Ardor! Am
Amazone voraus. Ja, jetzt geht's los. Ah, herrlich. Echt für geil die ab. Königin, für Rondra. Jetzt geht jetzt ab. Ja, weißt du, dass das Schlimme ist, das hört er ja selber nicht. Und ja. In der Aufzeichnung hörst du es auch nicht. Was? Was denn? Du bist Darth Vader. Ach, die ist... Ja, in der Aufzeichnung... Nein, in der Aufzeichnung hört man das auch nicht. Das stimmt, da geht's eigentlich. Hoffe ich doch mal, dass da geht. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare. Ja, wenn ihr denkt, Darth Vader ist wieder am Start. Ja, wenn ihr denkt, ich muss noch einige Kilos mehr abnehmen, wohlgemerkt, das Projekt ist ja dank des geilen Grippeanfalls, wobei ich eh echt nicht gut Luft kriege zurzeit. Ich kriege eigentlich nie gut Luft, aber momentan kriege ich echt nicht gut Luft. Okay, du hast auch gerade 2 Kilo Chickenwings gegessen. Ja, da kriege ich besonders gut Luft. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht die Luft durch den Arsch anziehen soll. Das wäre natürlich auch mal eine Sache. Wenn ihr der Meinung seid, dass der Ami, also ich hier, demnächst die Luft durch den Arsch anziehen soll, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Wir sind da eigentlich sehr, sehr entspannt. Wir tun alles für euch. Wir würden auch sogar die Luft durch den Arsch anziehen. Und das würde bestimmt der Gronkh nicht machen. Wobei, ich denke mal, ist der Gronkh mal irgendwie... Mal Gronkh, der macht doch nichts. Nein, der Gronkh ist klasse. Kein Thema. Ich wollte nur sagen, der Gronkh war auch irgendwann mal... Nein, der Gronkh, der war irgendwann mal jung. Und hat auch wenig Leute gehabt. Ja, und jetzt hat er viele Leute. Das heißt, man muss nicht mehr ganz so krass abgehen, wenn man mehrere Leute hat. Die den Channel mieten. Ich weiß gar nicht, wie das richtige Wort jetzt heißt. Sagen wir mal so, der Gronkh hat genug Connections gemacht. So, der ist jetzt drauf. Eine gute Entscheidung. Nein, wir sind ja an sich Bewunderer vom Gronkh. Der hat das genau richtig gemacht. Vor allem hat er sich auch nicht von den falschen Männern ansprechen lassen. Recht, ich glaube, das stimmt wirklich. Also, wenn man voll gefressen ist, dann kriegt man wenig Luft, ne? Mhm. Ja, das scheint zu stimmen. Ja, ist nicht dann voll gefressen, genau. Aber sich alles schön reden. Ja, wenn man fett ist, kriegt man wenig Luft, genau. Wenn man zu fett ist. Nein, das meinte ich jetzt nicht. Aber das auch. Oh, hört man das? Ja, nein. Da ist doch wieder was am Laufen. Ja. Ich habe nichts gehört. Wir haben jetzt hier diese Kiste geöffnet. Was ist da drin? Oh, geil. Kettenhelm, der richtig was kann. Und coole Dietriche. Also hier geht schon einiges. Ja, ich. Hier geht schon echt einiges, ne? Wenn ich das so richtig hier interpretieren darf. Ich versuche mein Bestes. Sind wir natürlich hier runtergegangen und ja, ich weiß gar nicht, warum wir hier runtergegangen sind. Ah, gibt es irgendwelche Neuigkeiten hier in unserem Büchlein? Ja, nicht, dass wir hier irgendwie was vergessen haben, ne? Ja, kleinen Schnecken. Gucken wir uns hier nochmal genauestens um. Ich finde das nämlich äußerst ungeil, wenn man immer wieder dann dort irgendwie langlaufen muss, wo man eigentlich nicht hinlaufen möchte. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier mal einen Feuerzauber machen. Ja. Aufgepasst! Ja, das haben wir hier wohl ausgelutscht, das Gebiet. Ja, toter Gräum. Haben wir denn auch wirklich alle Gräume jetzt beglückt, begattet? Ja, alles an Gräumzeug rausgeholt. Korrekte Sache, okay. Kleinschnecken.
war ja erst die erste Tür. Dies war die erste Tür. Das ist so ähnlich jetzt wie bei den Weihnachtstürchen hier. Oh. Mhm. Ja. Folgt mir. Speerfalle. Mal gucken. Wir haben Speerfallen. Die wurden übrigens vom Albert Speer mal, glaube ich, aufgestellt, Holger. Sehr wahrscheinlich. Gucken wir mal, ob wir die entschärft kriegen. Mhm. Anscheinend nicht. Anscheinend haben wir so ein bisschen zu wenig auf Fallen entschärfen geachtet. Oh, da kommt schon. Ja, cool, da kommen schon die nächsten Räume. Aber wir haben ja unseren super Zauberer hier mit der geilen Feuer. Die Feuersbrunst, ja. Der wird die schon mal so ein bisschen vorglühen, die Gräulme. Die brauchen das nämlich. Die Engine pennt schon wieder. Zu euren Diensten. Bis jetzt auf. Ach, ich weiß es nicht mehr. 60 haben wir bestimmt schon hier drauf. Eine gute Entscheidung. Ja, sie macht das schon. Das ist schon mal cool. Sie macht das. Zum Angriff. Zu euren Diensten. Komm schon. Aufgepasst. Bei Angriff. Sie macht das schon, genau. So, es hat sich wohl gerade ausgeräumt. Das ist schon mal schön. Lass das mal Vorgrim machen. Ja, noch einen Schmiedehammer können wir hier nicht mitnehmen, weil die Gräume, die haben alle voll den Hammer in der Hose. Jetzt müssen wir mal gucken, was hier drin ist. Das ist der Gräum, das ist Gräum. Boah, scheiße, die liegen übereinander, die Gräume. Das ist auch echt unsittlich, was hier gerade zu sehen ist, Holger. Christian, Kai, pfui, schämt euch. Ewald, August. Was haben wir? Boah, jetzt haben wir gerade eine Störung hier gehabt. Jetzt haben wir hier gerade eine Störung im Wörterangst. Ja, wir akklimatisieren uns gerade hier so ein bisschen. Ja, bis die Energie wieder voll ist. Und dann gehen wir mal. Ja, geil. Einen dicken Gräuel in der Hose. Ja. Aufgepasst! Oh, hier ist eine Tür. In Ordnung. Geil, Geheimeingang hier gerade klar gemacht. Oh, ich weiß gar nicht, ob dieser Geheimeingang so geheim ist. Meint ihr? Das sieht eklig nach Gegner aus hier. Ja. Schatzkammer steht hier. Cool, wir haben eine Schatzkammer gefunden. Na gut, okay, so schatzig sieht die Kammer nicht aus. Ja, wir haben eine Schatzkammer gefunden. Ja. Kleinschnecken. Ja, wir haben eine Schatzkammer gefunden. In solchen Schatzkammern sind Schatze, Schätze, Schaschlik. Schaschascha.
und auch schon mal so Feuer fallen, die eins und Rehen richtig rannehmen. Ja, ich. Felsenspalter, das ist ja cool. Ein Felsenspalter. Wunder an die Felsenspalten. Damit kann man einige spalten. Hm. Ja. Ork, Ork, Ork. Genau, die kann man auch damit spalten. Oh. Orken spalten. Ja, da kann man auch wahrscheinlich andere Sachen spalten. Ja. So, wir sind wieder am Land des Schweinkrams angekommen. Ja, ich. Na gut. So. Ja, zumindest kann man das Zeug gut verticken. Lass das mal Vorgrim machen. Ein Schwert, ein Wort. Ja, wir lassen das mal Vorgrim machen. Jetzt gucken wir uns hier noch weiter um. Also diese Special Schatze. Chamber hier, die haben wir jetzt auch ausgelutscht. Ferkeleine. Ja. Er hat sie ausgelutscht. An dieser Stelle. Nein, wir machen noch keinen Cut, ich speichere noch. Den Cut machen wir noch nicht. Eben mal kurz speichern. Weil hier ist irgendwas faul. Hier ist irgendwie so ein ganz komischer Grollmen. Ja, hier ist bestimmt eine ganz geile Falle gerade am Rennen, 100%. Ah, super, ein Feuergeist. Lass das mal Vorgrim machen. Ja! Für Ardo. Alle mal hergehört. Für ein Wichser. Jetzt trifft er schon wieder den Gegner nicht. Das ist immer wieder richtig. Komm, komm. Ganz großes Kino. Komm, Moshi, beweg dich. Ein Zwerg, ein Wort. Alle mal hergehört. Für die Königin. Für wer sonst Andra. Sache in die Hand. Kurkum! Nimm das! Zu euren Diensten. Ja, auf den. Komm schon, genau. Uschi. Amazone voraus. Uschi geht auch auf den drauf. Ein Zwerg, ein Wort. Gute Entscheidung. Gut, sie hat nochmal eine extra Parade. Wer sonst als ich? Er hat einen Stich noch. Sauber bleiben. Sehr geil. Ja.
folgt mir. Lass das mal vor Grimm machen. Ich glaube, der Zwerg, der kackt zwar gleich ab, aber das gehört dazu. Den können wir auch wieder beleben. Hauptsache, einer steht hier noch von den Jungs. Bevor wir hier weitergehen, würde ich mal sagen, an dieser Stelle, wir laden uns ein wenig auf. Wir erholen uns etwas. Es gibt eine Kochmit, oder? Ja, das ist eigentlich eine ideale Stelle, um mal so einen Cut zu machen. Ja. Oder mal langsam Zeit. Einige haben echt langsame Regenerationsfähigkeit. So. Weit sind wir gekommen im Spiel. Sehr, sehr weit. Ja, 60 Stunden haben wir bestimmt ungefähr schon gezockt. Ist schon recht lange Zeit, vor allem wenn man überlegt, dass man das Spiel kennt. Ohne Kenntnis, und wenn man es wirklich intensiv spielt, da ist man, glaube ich, auch noch locker mit 90 Stunden beschäftigt. Man kann es sicherlich auch in 50 Stunden los durchkriegen. Man kann es auch auf einfach stellen, da geht es bestimmt ohne Probleme so schnell los, aber durch. Los ist gut. Durch. Aber wenn man das genießt, dann, ja, dann dauert das länger. So ähnlich habe ich das eigentlich bis jetzt mit jedem Rollenspiel gemacht. Jetzt mal WoW beiseite gelegt, das habe ich nicht so intensiv gespielt. Und wir sind hiermit am Ende dieser Folge. Auf Wiedersehen! Ja.